So, bin wieder da und mal schauen. Oh fuck. Ja, glaube ich, muss hier lang. Oh nein. Da erinnere ich mich noch dran. Hier kann man nicht tauchen. Weil hier erwartet uns da noch was. Ihr hört. Ja, noch kommen das, noch kommen die noch nicht. Die warten, bis wir fertig sind. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Ah, ja, ich weiß noch, wie es geht. Okay, ich würde mal sagen, erstmal wieder das hierher. Hoch, hoch, hoch. Dann speichern wir am gescheitsten jetzt mal kurz. Und machen uns auf darüber. Arriba! Ah, wir können schon vergessen. Ich hab vergessen, dass der auch rum muss. Alter, komm. Das kann so nervig sein an manchen Stellen, aber ist nicht so schlimm. Mensch. Mit Controller ist alles easy. Das macht doch dem Shadow nix. Ich bin eigentlich ein sehr geduldiger Mensch, muss ich sagen. Wenn das mal nicht so will, wie ich will, okay, verstehe ich, gehe ich drauf ein, aber wenn es dann zum 10. Mal in Folge wieder nicht funktioniert, da lässt dann die Geduld schon förmlich langsam nach. Aber hier geht's eigentlich. Es geht vielleicht einmal nicht. Wow, toll. Aber wenn ständig nicht geht, ne, das ist natürlich dann eine ganz andere Geschichte. Ich denke mal, ich muss da runter. Ah. König Artus. Das Signal ist schwach, Lara. Was ist das? Es ist ein Mythos. Aber alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden unter Pendragons entsprang? Hm? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Hm, das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Boah, das ist richtig geil gemacht. Das sehen wir schon, was wir brauchen. Hier. Ist das ein Totenschädel oder ist es eine Maske? Okay, das ist weggesplittert anscheinend. Ja, wir haben jetzt das Vergnügen, ein bisschen Leichenschändung zu begehen. Angeblich brachte Bedivere Artus einen Splitter von Excalibur, nachdem die Ritter den Rest verschleppt hatten. Und wohin? Nach Avalon vielleicht. Die Suche nach dem Heiligen Gral. Lancelot, Galahad, Parsival und Boris. Alles leer. Ihre Gräber sind leer. Dieses Fragment ließ man bei Artus, damit er das Mausoleum zu gegebener Zeit verlassen konnte.
Vielleicht kann es jetzt mir helfen. Ich höre kein Schiebgeräusch. Na ja, egal. Wie war das noch gleich? Ach so, ja. Nee, wie war das noch gleich? Genau. Jetzt. Jetzt ist Zeitspiel. Und zack. Los. Die möchte ich nicht abbekommen. Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alistair, siehst du das? Was? Verdammt! Nimm deine Hände! Sip! Alistair! Sip, was ist los? Ah, wir merken schon. Die Tür geht auf. Kontrollpunkt. Aber vorher schauen wir uns nochmal den an, weil es sieht ja ganz anders aus. Halt! Ah, okay. So. Jetzt haben wir etwas Spaß mit Arthurs Haustier. Und zack, Nummer 1. Ach du Schande, ist sie stark. Na komm, lausche. Lausch doch mal dem Klang. Und zack. So, wir haben den schon halber. Noch zweimal, dann haben wir ihn. Alter Schwede, ist der zäh. Und wir müssen einen kurzen Cut machen. Tut mir leid, aber das schaffen wir nicht mehr. Und bis gleich.